Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. In diesem Video möchte ich euch noch Blind-Vias oder vergrabene Vias zeigen, wie man die erstellt. Ich wechsle dazu mal hier auf die Platine, Taste X, wir beginnen mit einer Leiterbahn und wenn ich jetzt hier die Alt, Shift und V-Taste drücke, dann passiert erstmal nichts, weil wir sehen nämlich hier blinde vergrabene Vias müssen erstmal erzeugt werden. Das sehen wir hier oben an der Fehlermeldung. Na, jetzt ist er verschwunden. Ich breche hier mal ab. Das heißt, wir wechseln mal in die Designregeln. Hier in die Designregeln Einschränkungen und da muss ich hier erst einmal den Haken setzen. Der ist auch aus gutem Grund nicht gesetzt, weil die meisten Hersteller von Platinen bieten das nicht an mit den vergrabenen Vias. Ich aktiviere es jetzt hier trotzdem, um das mal zu zeigen. Wechsle dann hier wieder in meine Platine, sage hier Taste X. Ich möchte einfach mal eine aktuell geroutete Leiterbahn und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, genauso wie ich das klassische Taste V drücken, ein normales Via durch die gesamte Platine setze, kann ich jetzt hier mit der Tastenkombination Alt, Shift und V ein vergrabenes Via setzen und bin jetzt hier auf der Unterseite wieder zurück. Das Ganze kann ich wieder Alt, Shift und V drücken. Einmal klicken, wird das hier abgelegt und ich bin hier wieder auf der Oberseite mit meiner Platine. Wir sehen, ich breche mal hier das Zeichnen ab, wir sehen jetzt hier schon eine andere Darstellung unserer Vias, als wir das von hier aus gewohnt sind. Und wenn wir jetzt hier in die 3D-Ansicht mal wechseln, sollte sich das auch anders darstellen. Genau, wir sehen also jetzt hier mal die herkömmlichen Vias mit der Kupferfüllung hier innen drin, die dann also durchgezogen sind. Und wir sehen jetzt, hoppala, mal wieder rauszoomen, wir sehen hier oben die vergrabenen Vias, die also hier anders dargestellt werden und die auch anders eingebaut werden würden in der oder bei der Platinenherstellung. Soweit dazu. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit und zwar genauso wie wir das mit der kleiner als Taste mit Vias zwischen den Layern hatten, kann ich das jetzt hier auch mit vergrabenen Vias zwischen den Layern machen. Ich gehe also hier wieder auf meine Taste X, beginne mal eine Leiterbahn zu zeichnen und kann jetzt hier sagen Alt kleiner als. Dann kann ich hier wieder mein Layer auswählen. Ich gehe hier mal auf das innere Kupfer, einmal klicken, komme ich hier wieder ein Stück weiter, mache hier wieder Alt kleinere Taste. Jetzt gehen wir mal hier noch eins tiefer, bin ich wieder hier nach unten, nochmal die Alt-Kleiner-Taste, gehe ich wieder bis, einmal klicken, ablegen, hier bis ganz nach unten, kann jetzt hier wieder die Alt-Kleiner-Taste nehmen und wechsle gleich hier von ganz unten nach ganz oben, abbrechen, Leiterbahn beenden. Auch hier haben wir jetzt also vergrabene Vias, die hier nach unten durchgehen. Außer bei dem hier, das ist wieder die normale Darstellung, weil ich jetzt hier wieder von ganz unten nach ganz oben gewechselt bin. Aber wir sehen hier, das sind also vergrabene Vias zwischen den Leiter oder zwischen den Leeren der Platine. Und dann gehen wir hier mal auf den 3D, auf die 3D-Ansicht und dann sehen wir, dass wir jetzt hier ein vergrabenes Via auf der Oberseite haben. Die zwei hier zwischen den Layern sehen wir gar nicht. Und hier aufgrund dessen, dass ich einmal komplett durch die ganze Platine gewechselt bin, hat er hier automatisch ein Standard Via gesetzt. So. Oder was auch passiert sein kann, ich mache es nochmal rückgängig, dass ich vielleicht, ich gehe nochmal hier zurück, mache mal hier noch ein kleines Experiment. Es kann sein, dass ich möglicherweise die Alt-Taste nicht richtig gedrückt habe. Ich probiere das nochmal. Also hier Alt kleiner als und jetzt gehen wir wieder bis ganz nach oben und legen das nochmal ab. Na, macht er also ein normales Via draus. Wenn ich hier durch die ganze Platine nach oben wechsle, dann ersetzt er das automatisch durch ein herkömmliches Via und nicht durch ein
Vergrabenes, obwohl ich hier Alt kleiner Taste gedrückt hatte. Das dazu, so kann ich also vergrabene Vias erstellen. Ich empfehle es nicht, weil es die meisten Hersteller auch beim Platinenproduzieren nicht anbieten. Deshalb an der Stelle nehme ich hier mal den Haken wieder raus, sage, okay, wahrscheinlich erhalte ich dann auch Fehlermeldungen, wenn ich jetzt hier einen EHC-Check oder DHC-Check machen würde. Aber so könnt ihr auf alle Fälle auch vergrabene Vias mit einer schnellen Tastenkombination euch erzeugen. Und ich gehe mal hier rauf auf die Hilfe, Tastatur und gebe hier einfach mal Client ein. Dann sehen wir hier die Aktion und hier die Tastenkombinationen dazu. Das Ganze kann ich auch hier mit Via mal eingeben und dann sehe ich da auch hier zum Beispiel die Lage wählen mit der Größer-Kleiner-Taste und wo ich hier entsprechende Vias hinzustehen oder hin einfügen kann mit den Tastenkombinationen. Spielt da einfach mal ein bisschen mit rum, kann man mal ausprobieren, dass man da vielleicht auch etwas mehr Handlungssicherheit erhält. Tschüss und winke, winke.